Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Flyth Legacy. Und heute machen wir weiter mit einem kleinen Penya-Gacha-Opening. Wird wahrscheinlich zweiteiliges Video, also jetzt erstmal Teil 1 und dann später Teil 2. Begleiter-Gacha-Lager können wir lernen, aber das letzte Video ist noch nicht so lange her. Also ja, einmal können wir das Nightmare auf jeden Fall upgraden, aber mehr wahrscheinlich nicht. Genau. Und dann noch ein bisschen den Besen upgraden. Ach, ich mach's jedes Mal falsch. Zack. Ja, einmal. Oh, 9000 Kampfkraft. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Genau. Und zwar habe ich das jetzt die letzten Male nicht mehr gemacht. Und jetzt gerade braucht man nicht ganz so viel Penya. Und es ist ja erst Sonntag, sind noch ein paar Tage. Das heißt, Injektion Kabusch. 7000 Kampfkraft und Kabusch 4900 Kampfkraft. Genau, schon mal nicht schlecht. Und ja, das war es ja auch schon wieder. Dann wollte ich noch meine gesegneten Gegenstände mal wieder ein bisschen machen. Aber vorher würde ich sagen, machen wir noch das Penya Gacha. Da gibt es nämlich gerade auch Sternenstaub zu gewinnen. Und dafür brauchen wir... Na gut, so viel kann man gar nicht haben, weil es kostet immer 5 Millionen, glaube ich. Das heißt, wir holen uns einfach 184 Millionen. 1, 8, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zack. Abheben. Yes. Und dann gehen wir einfach auf begrenztes Gacha. Netterweise wurden auch schon die Rüstungskupons und so weiter und so fort rausgeholt. Gut, die Gacha-Tickets wären nicht schlecht gewesen, aber das waren eh nur ein paar. Mir geht es ja hauptsächlich um den Sternstaub und natürlich alle hauptsächlich um die seengebundenen Diamanten, die man hier bekommt. In Summe glaube ich genau 1000, oder? Das sind 3x100, 300, 500, 700, 900 sind es. Genau, und zusätzlich gibt es aber noch Sternstaub und ein paar Wiederbelebungssteine, also definitiv nicht schlecht. Und was man dafür machen muss, ist halt 40 mal das Gacha, also 200 Millionen. Penya kostet es immer, ungebundenes. Und genau, es sind 900 seengebundene Diamanten. Ist nicht schlecht und naja, sonst kann man mit seinem, ungebundenen Penya ja sowieso nicht sehr viel machen. Und ja, deswegen zack, Nummer 1. Uff, das war nicht gut. 2. Oh Gott, das war noch schlechter. 3. Schon besser. Und 4. Yes, okay. Okay, es wurde von ultra schlecht zu etwas besser. Ach, das ist ja noch in unserem Postkasten. Genau, jetzt kriegt man die ganzen Diamanten. 900 Diamanten, 260.000 Sternstab. War jetzt nicht die Welt, aber... Oh, Moment. Oh. Was für ein Anzeigefehler. Ich habe sie nur einmal bekommen. Schade, Kappa. Nein, passt schon. Genau. Ja, jetzt haben wir noch 47 Millionen seengebundenes Penya übrig. Aber wie gesagt, es ist erst Sonntag, also fürs restliche Sternstaub-Event reicht das locker. Genau. Und... Dann, wie gesagt, wollte ich hier noch meine gesegneten Items wieder ein bisschen machen, weil mein Lager jetzt die ganze Zeit schon wieder voll war. Das heißt, schmerzhaft, aber jetzt vernichten wir erstmal wieder ein bisschen was. Zack, zack. Okay, das war's schon. Zack, 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 zack. Genau, dann haben wir hier noch EP-Tickets und hier noch zwei Ringe. Das heißt, ach nee. Zerlegen, episch, den wieder raus und boom. 88.000. So, und dann können wir gucken. Was haben wir hier denn Schönes? Ja gut, ich würde sagen, wir gehen einfach ins Lager und gucken da, was wir haben. Also wir bräuchten zwei T4-Bögen und zwei T4-Armbrüste und zwei T4-Köcher. Damn. Zwei T4-Bögen kriegt man. Ein T3. 2T3, 3T3 und nochmal 3T3. 2T4 Armbrüste kriegen wir safe nicht. Nee. Aber 2T4 Köcher. 1, 2. Moment. Moment, was habe ich jetzt gerade rausgetan? Moment, oh Gott, hast du das gleich falsch gemacht? Nee, nee, passt schon, genau. 1, 2, 3 und nochmal 3. Perfekt. So, und da kann jetzt eigentlich auch nichts schief gehen. Ich habe ja nur das Zeug im Inventory. Genau.
Jetzt können wir uns aus diesen ganzen. Dann können wir uns hier sogar einen zweiten T6-Bogen machen. Wer sich fragt, warum ich das überhaupt mache, keine Ahnung. Just for fun. Ich weiß es auch nicht. Also mit den Köcher und Bögen, weil ich bin ja Harlekin. Just for fun. So, einlagern. Dann Helme. Da genau das gleiche, auch zweimal T4. Und bei Rüstungen wäre es eine T5. Also Helme zweimal T4, okay, das geht auf jeden Fall nicht. Und Rüstungen einmal T5. Na gut, das geht auch nicht. Nope. Na gut, dann nicht. Handschuhe haben wir nicht so viel. Schuhe brauchen wir gar nicht schauen. Handschuhe, wenn es zweimal T4. Na gut, das könnte vielleicht sogar gehen. Nein, nicht ganz. Einmal T3 Handschuhe fehlen. Mist. Okay, und dann ist es eh schon nur noch Schmuck. Geht ja ratzfatz heute. Da wäre es auch zweimal T4. Ja, also genau das gleiche. Wow. Zweimal T4 bei der Halskette. Und zweimal T4 beim Demol. Also beim Demol bin ich mir ziemlich sicher, dass wir es haben. Und bei der Kette haben wir es auch. Das ist einmal T2. Das ist. Nein, ich habe es versaut. Oh, ich habe mich verschaut. Mist. Ich dachte, dass die beiden unteren wären auch noch T1. Aber es ist nur eine T1, die andere ist T2. Mist. Naja, nicht so schlimm. Also eine T2, zwei T2, eine T3, zwei T3, drei T3 und. Oh, Mist. Dann haben wir hier einmal T2, einmal T3, zweimal T3, dreimal T3. Ach komm, mein Beutel ist voll. Das halte ich mal für so eine dreiste Lüge. Kann man Leuten nur so dreist ins Gesicht lügen, Flife Legacy? Warum machst du das? Das darf man nicht. Wow, der Platz sollte es aber echt mal wieder eine Weile halten. Ah ja, Ringe können wir noch schnell schauen. Da können wir uns ein T4 craften. Bringt uns das irgendwas? Ich glaube nicht, weil bei Ringe habe ich gleich mal ein T5 vernichtet aus Versehen. Ja, genau. Da haben wir ein T4. Na, ich glaube, da habe ich sogar zwei vernichtet. Also bei Ringen bin ich komplett resettet. Durch einen gesegneten T4, das ist halt einfach nichts. Davon werde ich mich wahrscheinlich auch niemals erholen. Okay, und dann können wir uns noch zweimal gesegnete T5 machen. Ist auf jeden Fall ein Segen für mein Lager. Für mein Item-Gacha-Lager. Genau. Ups. Zack. Zack. Sehr gut. Wusch, wusch. Alright, wusch. Gut, dann war es es auch schon wieder. Item-Gacha-Lager ist crispy clean. Auf der ersten Seite schon vier verschiedene Items. Yeah. Drei komplett leere Seiten. Das sollte wieder eine Weile halten. Genau. Und ja, dann sehen wir uns gleich im zweiten Teil des Videos, wo wir noch das Sternstaub-Event wahrscheinlich abschließen werden. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich bin mir nicht mehr sicher, was alles in Teil 1 passiert ist, aber ihr habt es ja gerade gesehen. Also ihr wisst es auf jeden Fall. Und was wir heute machen, ist, wir schließen noch das Sternzeichen-Aktivierungsevent ab. Das geht ganz einfach, indem wir noch unsere verbliebenen Sternzeichen wegballern. Muss nur kurz gucken. Genau, endloser Turm habe ich schon abgeholt für heute. Das Event endet nämlich in ein paar Stunden. Und außerdem habe ich noch einen neuen Ruhmpunktetitel. Und die letzten habe ich alle nicht mit euch geteilt. Weil ich es meistens einfach vergessen habe. Beziehungsweise teilweise hatte ich ja zumindest, als ich Wiedergeburtstext noch relativ neu war, so viel Probleme, überhaupt irgendwas abzuschließen und dann immer für 5 Sekunden aufnehmen, war mir dann irgendwie auch immer zu blöd. Deswegen habe ich mir den Titel dann trotzdem immer einfach so geholt, vorm nächsten Video. Einfach nur, weil selbst diese lächerlichen Punkte, die Titel noch besser sind als der vorige, teilweise. Manchmal ist es ziemlich krass, zum Beispiel von Groß Champion auf Hate ist es relativ krass. Von Hate auf Kriegsheld jetzt ist es nicht so krass. Aber trotzdem, ich war so schwach, dass mir alle Punkte geholfen haben im Endeffekt. Und genau, da habe ich quasi
Einfach alles gebraucht. Und Kriegsheld ist blau. Sollte aber eigentlich lila sein. Okay, never mind. Sieht jetzt so komisch aus, weil ich es anders erwartet hatte. Aber egal. Genau. Und ja, sonst machen wir heute nichts mehr. Wir schließen nur noch das Sternzeichen-Event ab. Wir haben 12 Millionen Sternen Staub. Jetzt muss man gucken, wo wir noch weitermachen müssen. Ach so, nee, das haben wir überall abgeschlossen, oder? Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Ja, doch, 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 genau. Ja, dann habe ich nochmal geschaut, wie weit wir hier unten sind in der untersten Reihe. Bei Steinbock habe ich gesehen, sind wir tatsächlich fertig. Auf Grad 4, Stufe 1. Komplett fertig. Das wusste ich gar nicht mehr. Und jetzt ist halt die Frage, wo machen wir weiter? Ist eigentlich egal, Wassermann, Fische oder Schütze. Ich würde sagen, wir machen Schütze. Ist eigentlich egal. Wenn wir Pech haben, schaffen wir kein einziges Ding. Ich hoffe auf zwei oder sogar drei. Aber mal schauen. 12 Millionen Sternstaub ist halt echt nicht viel, wenn man auf Grad 4 was erreichen will. Wir sind jetzt schon bei über 2%. Komm. Okay, das ist der erste. Jetzt sind wir wieder bei unter 2%. Uff. Ach, da hat es nochmal geklappt. Ja gut, okay, bevor wir uns noch eine Schelle abholen, würde ich sagen, machen wir hier einfach irgendwo weiter. 4% und hier haben wir 2%. Dann machen wir hier weiter. Da geht noch eins. Zwei, drei. Na also, noch ein bisschen was bekommen. Kampfkraft ist jetzt bei 1.100.000. Schwachsinn, bei 10.115.000. Also hat uns auf jeden Fall dahingehend ein bisschen was gebracht. Und jo. Ehrentitel leider noch nicht ganz. Den könnten wir uns auch fast holen, aber da fehlen noch 314.000 Punkte. Bis allmächtig. Der bringt leider auch nicht so viel wie der vorherige. Finde ich ganz schön schwach dafür, dass man wesentlich mehr Punkte sammeln muss. Das sind gerade mal 40.000 Leben, 2.000 Angriff, Verteidigung und so weiter und so fort. Eigentlich auch ziemlich lächerlich. Aber naja. Jo, und dann war es das mit der Folge Half-Life Legacy. Wie gesagt, Teil 1 habe ich wesentlich, also schon fast eine Woche her, dass ich das aufgenommen habe. Vorm Wochenende. Jetzt ist Mittwoch. Und jo. Trotzdem danke euch fürs Einschalten. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein und ciao, ciao.